und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Man sieht so ein bisschen am Hintergrund, es bleibt endlich mal ein bisschen länger hell. Das kann man jetzt schon merken und deswegen kann ich ein bisschen mehr draußen machen. Und zwar bin ich jetzt gerade dabei, die Batterie vom 611 auszubauen. Wir hatten uns heute mal eben Angebote eingeholt für neue Lichtmaschine und Batterie. Und das ist echt Wahnsinn, was da an Preisunterschied ist. Und zwar von der teuersten bis zur günstigsten waren ungefähr 200 € Unterschied, also von der Batterie jetzt. Und die günstigere, den wir jetzt nehmen, hat sogar noch mehr Amperestunden als die von dem einen Händler, die teurer sein sollte. Ja, so, ich baue die jetzt schon mal eben aus. Die Pole habe ich jetzt endlich ab, das war schon mal ein Krampf. Ich habe die ein bisschen vorgeschoben, das ist alles so mega schwer. Das ist natürlich auch ein dicker Klopper hier, das war ist eine richtige LKW-Batterie. Den ollen Bügel habe ich jetzt erstmal abgenommen, der war hier nämlich unter. Und das ist, wie man sieht, sowieso Millimeterarbeit hier mit der Konsole. Das ist das Blöde, wäre die Konsole nicht da, dann wäre das alles einfach. Mir graut das auch schon so ein bisschen vor, die Lichtmaschine da auszubauen. Die sitzt nämlich da unten, wenn man das sieht. Ja, am besten einmal richtig schön mit dem Hochdruckreiniger waschen und dann in der Halle fahren und kannst sie nur mit dem Rollbrett da irgendwie einbauen. Ich bin sowieso am Überlegen, ob ich nochmal gucke, ob eine andere Konsole, weil die halt ja ziemlich verbaut ist, ob man da noch irgendwie eine schönere findet auf eBay oder so. Mal gucken. So, aber erstmal die da raus. Wie gesagt, die Pole habe ich jetzt ab. Kann man die eigentlich so da rausziehen? Nee. Komm schon. So. Da werde ich schon mal. Ich weiß jetzt gar nicht, was die hat an Amperestunden und so. Steht bestimmt irgendwo drauf. Ich gucke gleich nochmal eben. Und ich kann auch nochmal eben schnell gucken, wie viel Wasser da überhaupt drin ist. Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Aber ich denke mal, dass die Batterie sowieso platt sein wird. Da kommt eine neue rein. Also die große Batterie, die da vorher drin war, hatte jetzt 220 Amperestunden. Ich will mal eben gucken, was die vom Drescher hat. Ich glaube, die wir jetzt bestellt hatten, wenn ich mich täusche, hat jetzt 180 oder 185 Amperestunden. Ich muss mal gucken. Hier ist nämlich die vom Drescher. Man kann hier schon sehen, hier sind keine Nupsis drauf, die man aufschreiben kann. Bei der anderen kann man nämlich theoretisch halt, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, kann man die aufschrauben und destilliertes Wasser draufkippen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Gel-Batterie ist, da kann man nämlich nichts draufkippen. Und man sieht hier dann auch, hier ist so ein Punkt, der leuchtet im Moment grün. Das heißt, Batterie ist noch in Ordnung, wenn er irgendwann rot ist, oder? Nee, kann nicht, war. Hier sieht man grün, ist okay. Schwarz ist nachladen und weiß ist austauschen bzw. verbraucht. Da kann man das dann auch mal lesen, sehen. Und wo steht hier denn, wie viel Amperestunden hier hat? Muss ich mal eben gucken. Jedenfalls hatten wir auch nachgefragt. Ah, hier steht was. 140 Amperestunden, 950 Ampere, 12 Volt. Ja. Wir hatten auch nachgefragt, ob es Batterien gibt, die ein bisschen schmal, also nicht schmaler, sondern weniger hoch. Was sagt man? Weniger hoch? Tiefer? Ja, also nicht ganz so hoch sind, dass sie besser unter die Konsole passen, aber es gibt leider keine. Die sind alle so 22 cm hoch leider. Boah, Tür aufmachen, würde auch gehen. Ne? Deswegen müssen wir jetzt leider wieder so eine da reinmachen mit der Höhe. Ich meine, die ist ein bisschen leichter, weil es nicht ganz so ein dicker Klopper ist wie so eine LKW-Batterie. Aber trotzdem ist das ungefähr so von der Höhe. Oder wir den Halter halt noch ein bisschen tiefer setzen, das wird theoretisch ja auch gehen. Aber wir versuchen die andere dann nochmal umzufummeln und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Und dann will ich das vorher auch einmal erst eben versuchen, ob die Lichtmaschine dann lädt, ob das wirklich nur an der Batterie lag. Aber Lichtmaschine kommt da so oder so jetzt auch eine neue rein, weil wir ja früher oder später auch noch wieder LEDs damit dran machen wollen. Dann braucht die sowieso ein bisschen mehr Leistung, die Lichtmaschine. Und die sitzt da bestimmt auch schon ein bisschen länger drin, dann kommt das auch eben neu. Ja, dann geht das hier weiter. Und ich will es nochmal eben, beziehungsweise gleich, wenn Christoph kommt, nochmal eben beim E-Werk nachgucken, dass da Ölwechsel kommt. Ich hatte jetzt eben nachgeguckt in der Betriebsanleitung, da kommt auch SAE 90 rauf. Das war ja das Öl, was ich geholt hatte. Das kam ja auf die Presse auch rauf. Und das gleiche kommt dann hier aufs Getriebe vom E-Werk auch rauf.
Und dann wollen wir hier bei der Presse nochmal eben nach der Kette gucken und hinten den Ballenzähler anbauen. War das die? Gar nicht wahr. Die andere Presse braucht einen Ballenzähler. Das war da eben fertig. Genau, und die Scherbolzen sollen da rein. Die sind auch gekommen. So, Thema Mähwerk. Das soll gleich im Ölwechsel kriegen und wird einmal eben abgeschmiert. Und zwar mit der neuen Fettpresse. Die hat mir jemand zugeschickt. Und mit dem neuen hier Stöpsel für die Schmiernippel. Den wollen wir mal eben ausprobieren. So. Also eben hat das ganz gut funktioniert, aber irgendwie... Ich will nichts sagen, weil man sieht nichts. Das ist die ungünstigste Stelle ausgesucht. Ja, du hast noch Lichter dran, oder? Sieh schon an. Geht nicht. Leer. Warte, ich habe hier natürlich eine... Warte. Im tiefsten der Taschen hier. Alles da. Also eben hat das gut hingehauen mit dem Schmiernippel, aber irgendwie will der jetzt nicht mehr halten, oder? Ich bin zu doof dafür. Weiß ich auch nicht. So eigentlich sollte er jetzt halten. Ah, jetzt geht's auch wieder. Kann man drücken, ohne dass da was rauskommt. So. Ich glaube, das waren alle Schmiernippel. Und jetzt, ich meine die GoPro, haben wir hier nämlich zwei Getriebe. Einmal ist hier Öl drin in dem Getriebe. Das wird einmal abgelassen. Hier ist Ablassschraube, hier ist Kontrollschraube. Bis hierhin wird aufgefüllt. Und noch einmal, wo war es denn jetzt? Irgendwo hier an. Den nehmen wir da. Da, genau. Hier ist noch einmal. Und in dem Mähholm an sich. Da habe ich aber nachgelesen, das wird gar nicht gewechselt, sondern soll man nur kontrollieren. Die Schraube ist hierfür da. Da ist eine. Da soll man nur eben kontrollieren. Da kommt auch SAE90 rein, das haben wir hier. Wir lassen das Mähwerk jetzt aber eben einmal warm laufen, dann fließt das ein bisschen schöner. Und in der Zeit suche ich mal eben nach den Scherbolzen für die AP12. So, Getriebe läuft eben warm. Und währenddessen machen wir noch mal eben so kleine Arbeiten nebenbei. Und zwar Christoph ist dabei und flickt mal eben die Reifen von den beiden Karren. Die waren leider platt. Bei dem einen können wir wahrscheinlich den Fahrradflecken eben rausmachen. Der war hier irgendwo, da hat er einen Riss und irgendwo noch ein kleines Loch. Das probieren wir erstmal mit Fahrradflecken. Und also den anderen musst du noch abmachen. Genau. Ich hatte eine Zeit, wo habe ich jetzt meine Bolzen geschmissen da. Bei der AP12 eben einen neuen Scherbolzen reingemacht. Aber ich hole eben so vorne eine Lampe. So, alles am Mann. So sehen die aus. Ja, ein bisschen hell, wa? Das sind halt so kleine Bolzen. Vorne und hinten eine Bohrung drin, dann kommt ein Splint durch. Teuer wie Sau, aber das ist der nächste. die kommen hier dann halt eben rein. Da habe ich jetzt schon einen neuen vor und dann ist das auch wieder schier. Das kann ich vielleicht noch mal eben abkneifen, da den Rest, aber hat auch kein Spiel, also richtige Dicke natürlich. Das war ja das Problem, da hat mir vorher, während der Heuernte ist das ja kaputt gegangen, hatte ich keinen passenden Scherstift. Und dann hatten wir da ja so eine Gewindestange einfach drin und das hat ja von 12 bis Mittag nur gehalten. Jetzt sind noch ordentlich welche wieder drin und ich habe jetzt noch 4 Stück über. Ich meine, das war das erste Mal, dass die ja überhaupt gerissen ist. Wahrscheinlich, weil da ein bisschen viel reingekommen ist und der 6L war das nicht gemerkt. Beim IH passiert das normal nicht, da geht der Trecker erst vorher aus, bevor der Stift durchknackt. Aber dann haben wir das jetzt auch wieder. So, Öl müsste gleich warm sein, dann gehen wir da nämlich bei. Habe ich den geklaut? Ja. Also hier ist auch so. Soll ich den festhalten? Nee, du sollst einfach nicht füllen. Na gut. Die machen mich gerade voll mit dir. Glaube ich. So, der kann nämlich schon mal eben wieder aus. Okay. Ja? Ja, dann film ich da nochmal hin. Nee, lass es wieder. Siehst du, es kommt wieder nicht. Ja. Gott. Geh schon weg. So, da muss ich nur mal eben irgendwie ein Behältnis finden. Hier geht das ja noch, dass da unterpasst.
Aber bei der Seite wird das schon ein bisschen schwieriger, weil hier der Teller unter ist. Jetzt sieht man wieder nichts, ne? Licht auch alle? Naja. Hier ist der Teller noch unter. Mal gucken, was ich da unterstelle. Siehst du? Ah. Welche Größe ist denn das von denen eigentlich? Das ist Indonesien. Achso. Da ist er schon einmal gefleckt, wa? Ja, der sieht auch nicht gut gefleckt aus. Ja, dann kommt der neu. Hat schon nochmal gefleckt. Nee, sind das unterschiedliche hier? Weiß ich nicht. Das war hier mit 4.0 gewesen. 4.08 und auf 4.08 geht auch. Ja, siehst du. So, eben einen kleinen Becher finden und dann kommt das Öl nochmal eben runter. Sieht schon ein bisschen älter aus, das Öl, wa? Oder? Oh, keine Pflege von Janik. Ja. Ja, natürlich. Dann scheiß was noch. Reste müssen wir auch noch schweißen. Das gut geht. Wir müssen sehen. Mal eben eine Mischung. Ja, den Krams, wa? Ich habe extra einen Wechselbecher hingestellt, ne? Dann kannst du gleich fließenden Übergang machen. Hab ich schon mal gemacht. Und ich würde sagen, Kakao. Ich will nichts sagen, ganz schön glitterig, oder? Glitzer. Ja, weiß ich nicht. Noch nicht geguckt. Dann ja, müssen wir da auch. Mann, ich geh mal hier aus dem Licht so, raus. Ja. Guck mal, was da rauskommt. Wie das da draus aussieht, wenn das aus der Schraube da rauskommt. Ich muss den gleich nochmal ein bisschen anheben, war das das. Oh ja, Tatsache. Das sieht man im Video gar nicht so richtig, ne? Aber. Ja. Ist nicht das Schlechteste, dass mal neues Öl da rauskommt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich heb den gleich ein bisschen an, beziehungsweise denke ab, dass der Bock ein bisschen nach unten steht, dass da alles rauskommt. Mach mal. So, einmal neues Öl rauf. Alter ist runter. Ja, da passt wieder nicht, oder was? Hat er eben gepasst? Der ist doof. Da passt das. Ja, weil das da auch auf dem Schild ist. Doppelt. Ach so. Das andere sind Aufkleber. Bisschen Fox, ey. So, halt mal den Schnorchel da rein. Halber Liter soll da normalerweise rauf. Und dann, bis das aus dem Löchlein da wieder raustropft. Und zur Not packt dann nochmal eben wieder einen Becher, oder? Da war noch mehr als. Warte mal. Vielleicht war ja auch mangelnde Pflege hier vom Vorbesitzer. Dann habe ich hier noch drin. Ja, wobei, das könnte doch passen. So langsam läuft das? Ist das ja noch drin? Ich muss nochmal nachlesen, aber eigentlich stand da doch, dass das da raustropfen muss. Oder muss dann nur ein halber Liter rein? Normalerweise ist es doch so, dass es da oben raustropfen muss. Aber auf der Länge ein halber Liter ist auch nicht viel, ne? Ja, das schleudert ja. Ja, Alter. Aber da war ja auch mehr als ein halber Liter drin. Drei Becher. Sind alles 0,2 Becher. Ja, da hast du recht. Oh, jetzt bist du es aber hier. Jetzt kippst du über ein bisschen. Oh, oh, da war ich zu vorschnell. Aber ich hatte mehr als 0,5 Liter im Becher drin. Und drei Stück haben wir rausgeholt. Hm. Wo geht das denn hin? Das weiß ich auch nicht. Kann doch nicht. Der kippt doch nicht so doll, Mensch. Ich hasse diese Kanne, weißt du? Jetzt auch einfach nur den Deckel rausmachen. Ich brauche eine mit Drehverschluss. Ja, jetzt ist es soweit. Großer Moment kommt. So. Der Fleck hier unwirklich angezündet ist dabei. Mit mir werden. Ja, genau. So, genau. Denkst du uns da eben oben rüber und dann mein Kupferring sogar drauf. Und dann die andere Seite da noch eben. Ah, es flackert. Warte, dreh den mal eben weg.
mein Ding. So. Aber das sieht noch ein bisschen schlecht aus. Da kommt schon Rundstahl mit raus. Aber ich habe eben schon zu Christoph gesagt, das sieht aus wie so eine gute Schweißer, die da runterläuft. Also wir haben eben schon gesagt, das werden wir nach dem ersten Schnitt noch einmal machen. Da geht ja nicht die Menge Öl rauf, das kostet ja nichts. Dann spielen wir das so einmal quasi noch durch. Baustelle 1, das Mähwerk ist draußen. Jetzt kommt Baustelle 2 eben rein. Wir haben jetzt die Batterie vom Drescher eben reingebaut. Also anspringen tut jetzt auf jeden Fall tipptopp. oh, warte mal, Christoph. Aber Lichtmaschine lädt immer noch nicht, also die Kontrollleuchte ist immer noch an. Wie man da sieht, gibt man ein bisschen Gas. Richtig ausgehen will sie nicht, also immer nur flackert an und aus und so. Also Lichtmaschine kommt auch neu. Und genau aus dem Grund haben wir den jetzt hier reingefahren. Dann können wir hier mit dem Rollbrett eben runter und die Lichtmaschine ausbauen. Haben wir eben schon gezeigt, dass diese Blöde da unter sitzt. Dann können wir das eben machen. Außerdem kann ich da mal eben schnell wieder den Frontlader abschmieren, bevor ich das vergesse. Das kann ich gleich eben mitmachen. Und dann kommt morgen die neue Batterie und neue Lichtmaschine da rein. Und hoffen wir mal, dass es dann wieder geht. Ja. So, wie gesagt, Christoph baut eben Lichtmaschine aus. Ich weiß nicht, warum ich das eben gesagt habe. Die Lichtmaschine sitzt natürlich nicht da unter. Das ist der Anlasser, der da unter sitzt. Ich weiß auch nicht, warum. Lichtmaschine sitzt natürlich da. Christoph hat eben das Blech abgemacht. Ich sage, nee, du musst da unter. Nee, Lichtmaschine sitzt doch da. Ja, stimmt. Weiß ich auch nicht, was ich da im Kopf hatte. Ich schmiere in der Zeit, wo Christoph die ausbaut, nochmal den Frontlader ab oben. Die habe ich schon abgeschmiert. Deswegen haben wir den jetzt hochgefahren, dass er hier gut ankommt. Und ich mache die restlichen Punkte hier nochmal eben. Da kommen wir hier auch so an. Nächster Tag, Batterie und Lichtmaschine haben wir besorgt, die kommen da gleich eben rein. Aber vorher muss ich nochmal eben, oder müssen wir, Christoph ist auch wieder da. Guten Tag. Nochmal eben HD-Bein runterschmeißen und einen Pferdeanhänger laden. Und zwar Stroh-HD-Ballen. Pferdeanhänger steht ja schon. Die schmeißen wir nochmal eben runter und gleich kommt noch jemand und will Heu abholen. Den HD-Ballen. Oh. Liegt alles voll. Die liegen hier auch schon bereit, unter anderem. Ja, das sieht wahrscheinlich nichts, ne? Ich melde mich gleich, wenn ich oben bin. Also ich sehe für die Kamera wird jetzt schon ein bisschen zu düster, zum Glück habe ich Taschenlampe mit. Deswegen gehen wir da jetzt auch bei, bevor das hier gleich stockduster ist. So, Stroh haben wir hier. Werfe ich hier jetzt eben runter und dann Christoph das gleich ein. Eins. Ja, Trecker war schon mal anders. Oh, es steht aber überall am Wasser. Aber Vorteil ist, jetzt kommt zumindest kein Auto entgegen. Das ist ja immer nervig. Aber hier kommst du mit dem Auto nicht mehr durch. Jetzt darfst du nicht von der Straße abkommen. So, Heuanhänger ist zum Glück wieder leer. Da habe ich eben die Tour ja weggebracht. Ja, der ist, wie gesagt, jetzt wieder leer. Und jetzt fahre ich wieder los und hole Ballen her. Und zwar Stroh. Ich habe fast keinen Stroh mehr und das kaufe ich ja im Moment noch zu. Da hole ich wieder einen Anhänger mal eben her. Und deswegen habe ich den Anhänger noch nicht abgebaut. Den lade ich gleich hier wieder unter Vlies ab und dann kann er auch wieder rein, der Hänger. Aber ich kann noch mal eben zeigen, die neue Batterie ist hier unter. Eigentlich muss da noch mal irgendwie einen Kasten über hin. Das wäre schöner, dass er nicht so Dreck und so abkriegt. Außerdem haben wir gleich hier die Polenklemmen neu gemacht und hier, also kann ich Ihnen zeigen, die Lichtmaschine sitzt hier hinter, die ist ja auch neu, so, da, und die Klemmen von der Lichtmaschine sind auch gleich neu gekommen und jetzt haut auch alles wieder gut hin. Auseinander muss der Trecker so oder so trotzdem, allein wegen dem Motor, da muss ja die Kopfdichtung gemacht werden, leider, das muss jetzt die nächste Zeit irgendwie kommen. Aber zumindest springt er jetzt für kurze Strecken zum Heu ausliefern nochmal eben an, dass man nicht immer gleich wieder überbrücken muss. Und lädt sogar die Batterie. Wir hatten den, gestern glaube ich, ne? Als wir die eingebaut haben. Ja, gestern hatten wir eine neue Batterie reingemacht und dann mit der alten Lichtmaschine eben in der Halle gefahren. Aber auch mit der alten Lichtmaschine hat er nicht geladen. Also lag es am Bein, Batterie war platt und Lichtmaschine auch.
Und jetzt aufgepasst. Und keine Ladekontrollleuchte mehr. Ehrlich. So. Ich mache mich schnell auf den Weg und hole den Einhänger voll Stroh und dann denke ich mal, muss ich nochmal eben den Anhänger da in den Wald fahren. Und dann mal gucken, was ich sonst noch zu tun habe, noch ein paar Kleinigkeiten. Christoph wusste noch nicht, ob er heute Abend kommt. Ansonsten wollten wir den Rest bei den Pressen eben fertig machen. Und so haben wir auch noch ein bisschen was auf dem Zettel, also Arbeit ist noch genug. So, quasi dem Sonnenuntergang entgegen. Das sieht auf der Kamera noch nicht so aus. Deswegen habe ich nochmal irgendwie wieder Licht geholt. Ich bin jetzt wieder auf dem Hof. Anhänger ist voll und da. Ich muss sagen, ich war zuerst am Überlegen, ob ich nur vorne und hinten einen Gurt mache. Aber ich hatte mir gedacht, ach, ich muss sowieso oben auf dem Wagen eben raufkraxeln, um die richtig auszurichten, die Gurte. Dann kannst du auch eben zwei mehr mit raufschmeißen und alle sichern. Dann kann die Rennleitung zumindest nichts sagen. Glaube ich zumindest. Das ist mal eine Frage an euch oder an die LKW-Fahrer und euch, die vielleicht zugucken. Würde das theoretisch bei der Polizeikontrolle so reichen, wie die jetzt gesichert sind? Oder müsste ich, warte, ich muss mal eben meine Hand frei haben, müsste man theoretisch auch noch so einen Gurt nach vorne machen und bei dem hinteren ja nun mal nicht. Ne? Hier ist ja ein Bügel, der kann ja nicht weg. Oder, ja, reicht das so oder was müsste man besser machen? Ich mach's jetzt bis jetzt so, das ist bestes Gewissen. könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was man da sonst verbessern kann oder wie man das sonst macht. Genau, das hatte ich eben fertig gemacht und hierher gefahren. Den Anhänger lasse ich heute Nacht eben hier stehen, das soll trocken bleiben. Der wird heute Abend abgeladen, das will ich jetzt nicht im Dunkeln machen. Weil ab und zu ein oder zwei waren dabei, die leider eine Stelle hier haben. Da muss ich mal gucken, wie weit rein die gehen. Ansonsten nehme ich die zum HD-Ballen aufpressen, dann kann ich das eben aussortieren. Weil ich sowieso auch, aber ich versuche mich mal zu filmen, weil ich sowieso noch wieder ein bisschen HD-Ballen und Stroh-HD-Ballen braucht, das geht langsam zur Neige, dann presse ich wieder welche auf. Und Heu muss ich auch noch wieder aufpressen, das hole ich dann morgen auch aus der Miete, die lagern nämlich Heu- und Stroh-Rundballen, die ich aufpressen will, beziehungsweise nochmal neu. Das Heu, was ich aufpressen will und die Stroh-Rundballen liegen unter einer Miete und dann habe ich das morgen sowieso auf, dann hole ich die dann eben raus.
Das ist dann ein Abwasch. Aber ein Rundballen muss ich aus der anderen Miete hier jetzt noch eben rausholen. Aber ja, heute einen Wagen voll weggebracht und einen wieder hergeholt. Also ganz viel Luft gibt das ja leider nicht auf dem Hof, aber nützt ja nichts. Stroh geht auch ein bisschen, nicht ganz so viel wie Heu, aber muss man auch mit anbieten, dann kann man das gleich alles in einem Abwasch mitmachen. So, die Miete mache ich eben ein bisschen auf, da hole ich einen Ballen runter und dann ist, glaube ich, draußen nicht mehr ganz so viel. Ich baue noch eben dann die Gabel vom Frontlader ab und die Greifzange wieder ran. Und dann ist entweder Werkstatt-Time oder Buchhaltungszeit. Eins von beiden, dann ist draußen erstmal abgehakt. Ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, 7 oder so. Reicht dann auch wieder. So. Oh, danke. Eine Sache, die mir gerade noch so einfällt, die ich bei dem Wagen auf jeden Fall noch nachrüsten will, ist hier ein Deichsel, dass ich so lange Federn noch ran schweißen oder schrauben will. Einmal von hier nach da oben hin, die Deichsel quasi halten. Denn allein ist das ziemlich blöd, die hochzuhalten und mit dem Brett haut das auch nicht immer hin. Vor allem hier, wenn man so ein bisschen im Matsch ist, dann sackt die Deichsel wieder ein bisschen ab und dann musst du wieder aufsteigen und alles wieder ausrichten, das ist immer blöd. Deswegen will ich so Federn hier mit anbringen, dass die Deichsel sich quasi von alleine hält. Die kannst du dann ja auch einstellen, welche Höhe die sein muss. Und außerdem, wenn man die mal hoch oder runter halten muss, ist das nicht ganz so schwer. Ist auch schöner für den Rücken, weil die wiegt doch ein paar Kilo mehr als eine normale Deichsel von 5,7 Tonnen. Das kann man doch merken, dass es eine LKW-Deichsel ist. Ja, da steht eigentlich noch so ein bisschen auf Programm. Das muss ich nochmal irgendwie besorgen. Das ist dann deutlich schöner. Nächster Tag. Wie schon gesagt, ich bin jetzt am Rundballen im Abladen. Die Strohballen, die ich gestern geholt habe. 5 Stück lasse ich jetzt hier auf dem Wagen. Die fahre ich rüber. Die will ich mit der HD-Ballen auffressen. Weil die kann man auch im Video schlecht sehen. Und da, wo die gelegen haben, so ein bisschen dunkle Stellen, ich meine, die sind nicht nass, aber unschöne Stellen haben die da halt. Das muss der Kunde dann auch nicht unbedingt haben, bevor sie dann selber aufhören, kann man das halt schön eben raussortieren. So, dann muss ich mal hier vorbeikommen an dem anderen Ballen. So. Und ich lade gleich auch noch 3 Rundballen vom zweiten Schnitt hier eben mit auf und dann fahre ich den Wagen rüber. Die kommen dann alle in HD-Ball nochmal. Muss mal schauen, ob ich das heute schaffe. Eigentlich steht das mir noch im Zettel, aber kann ich noch nicht versprechen, ob das klappt. So. So, und auch, ob das klappt, dass er hier runterfällt, das kann ich auch noch nicht versprechen. Ja, sieht gut aus. Ja, nicht mehr. So. Ich kann die Miete gleich wieder zu. Ich habe jetzt doch hier auf die Miete gemacht. Ich wollte das erst rüber auf dem halben Hektar Stück da zu der anderen Miete fahren, wo der zweite Schnitt darunter ist. Ich habe gedacht, hier sind sowieso schon so kaputt gefahren. Und, können die auch hier in die Miete, sonst hätte ich die theoretisch bald abdecken können, also weil die Ballen dann bald weg sind und zusammenlegen können, das ließe, aber ja gut, dann liegt das halt noch ein bisschen weiter hier. Dafür fahre ich den anderen halben Hektar nicht ganz so doll kaputt jetzt beim Abladen, nur von vorne muss ich die Ballen dann immer wegnehmen, die vom zweiten Schnitt, dann fahre ich da eine Spur rein, aber halt nicht so doll kritzen wie hier. Nein. Scheibe zu. Da regen sich ja sowieso auch viele auf, wie man das Grünland so kaputt fahren kann und dies und das. Ja, irgendwo muss ich meine Ballen lassen, ne? Ich meine, hier liegen jetzt Heu von knapp 50 Hektar und dafür, ja, was ist das? Da ist ja nicht mal ein Dreiviertel Hektar, den ich hier kaputt fahre. Ein bisschen muss man halt in Kauf nehmen, ne? Und wenn das nicht trocken ist, grubber ich hier einmal wieder rüber und ein bisschen Rass hat hin und dann ist wieder gut, ne? Nützt ja nichts, irgendwo muss ich das ja lagern, ne? Also, von daher, das nehme ich so in Kauf, das ist dann halt dabei. So, wie gesagt, ich hole jetzt noch 3 Ballen aus der Miete da raus und dann wird das auch erstmal wieder fertig. So, was ich gestern Abend schon zeigen wollte, das konnte ich aber nicht, weil das so dunkel war. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das Gras, das fängt schon an zu wachsen. Ja, also schön, dass es wieder wächst, aber für mich ist es eigentlich schlecht, weil mein Weg könnte Winter noch ein bisschen länger sein. Ich habe hier noch so ein bisschen Heu liegen, was weg könnte. Da wäre ein langer Winter schöner gewesen, aber naja, kann ja vielleicht noch kommen. Hier beim Nachbarn, da kann man das richtig sehen, wie das jetzt in Gang kommt. Also ich meine, hier ist noch keine Gülle drauf und nix, aber das will schon. Ja, kommt in Gang. Ja. Im Moment hatten wir jetzt eigentlich immer so, ja, um die 1, 2, maximal 4 Grad jetzt die Woche. War aber auch schon mal, ich glaube zweistellig hatten wir, glaube ich, jetzt auch schon mal. Also das hilft natürlich, dass das alles in Gang kommt. Aber naja, was willst du machen? So, jetzt komme ich aber endlich mal dazu, den Wagen hier wegzufahren.
Ich fahre jetzt, wie gesagt, mit dem Großen eben weg. Erstens, weil das so extrem matschig ist, da komme ich mit dem Kleinen nicht durch. Da fahre ich mich gleich fest. Und zweitens habe ich hier eben die Greifschaufel dran, dann kann ich den Kram, was da vorm Loch liegt, auch gleich mit reinschieben. Das geht mit Einrad und großer Schaufel auch deutlich besser. Deswegen kleiner Anhänger an großen Träger. So, und dieser herrliche Moment, wenn er jetzt startet. Ohne Überbeugen, ohne nix. Schön. So, da sind wir. Lange nicht hier gewesen, muss ich sagen. Und in den Kommentaren haben ja schon einige gefragt, wie das mit den Pflanzen ist, die ihr gepflanzt habt, ob ich da mal nachgucken kann, wie die sind. Ich kann die gleich mal suchen, ob ich die Sterne noch wiederfinde. Dann zeige ich euch die gleich mal eben. So. Da hatte ich mich letztes Mal, das sieht man noch auf dem TikTok-Video, da habe ich mit dem IH nämlich einmal drin gesessen, einmal festgefahren und deswegen heute gleich schlauer und mit dem Fendt hierher. ja, und das schiebe ich hier gleich einfach so mit dem Frontlader in das Loch dann mit rein. Also es ist überwiegend halt Blätter und so ein kleiner Rundfänglichchen, da waren so viele Binsen drin. Der kommt weg. Und Allrad machen wir mal lieber an und ein bisschen runterschalten. Nicht, dass der Anhänger hier auch kleiner drin liegt, aber langsam lieber hin und abkippen. Ja. So, und den Anhänger muss ich noch mal eben umstellen. Das ist ja... Jetzt habe ich keine Handschuhe an. Ja, das ist gut gefettet. Ist ja ein Dreiseitenkipper. Und die Dreh- oder Kipprichtung stellt man halt durch diese Bolzen ein. Jetzt war der eben auf Seiten... Also auch zum Abkippen auf der Seite gestellt. Der war hier ein Bolzen drin und vorne kippt er quasi Fahrtrichtung gesehen nach links. Die Kiste kippt dann natürlich immer nur dahin, wo die Bolzen stehen, weil die dadurch nur gehalten werden. Ansonsten kippt er nur oder drückt der Zylinder nur hoch. Und wenn du auch dann keinen Bolzen drin hast, dann wird die ganze Plattform halt rausgehen und liegt dann auf der Seite. Deswegen immer schön gucken, dass auch Bolzen drin sind. So, ich will jetzt nach hinten kippen und deswegen mache ich beide Bolzen nach hinten. Und so kann die Kraft halt nur hier nicht weg und dann kippt er nach hinten. So ist so die Mechanik und Vorgehensweise bei so einem Dreiseitenkipper mal eben schnell. So, Finger ein bisschen sauber machen. Klappen auf und dann, wobei ein Stück zurückfahren wird wieder schlecht, ne? Dann sitze ich hier ganz in der Matsche, dann reiße ich mir vielleicht mein Blech da unten auch noch ab. Das will ich auch nicht riskieren. Schiebe ich lieber mit Frontlader ein bisschen. Oh, dann muss ich eben mit zwei Händen machen. Jetzt sitzt ein bisschen an der Spannung. Ja. Na. Ich mache eben mit zwei Händen und kippe ich mal eben ab. So, dann wollen wir mal. Ein HD-Ballen habe ich gesehen, war da noch drauf, da war noch ein Band drum. Das habe ich eben noch abgemacht, das war nämlich ein Plastikband. Und so ein paar HD-Ballen hatte ich jetzt auch entsorgt. Ich weiß nicht, doch, das war glaube ich vom ersten Schnitt dieses Jahr. Und die waren irgendwie so schlecht oder nass geworden oder irgendwas. Hier habe ich hier auch mit hingekippt. Deswegen nehme ich auch eigentlich ganz gerne Sisalband, weil das natürlich verrottet. Das kann ich dann einfach so hinschmeißen. Braucht man dann kein Plastikband ummachen. So. So, und die meisten werden wahrscheinlich sagen, oder einige werden sagen, warum ich das nicht auf dem Acker verstreue. Das liegt daran, weil das meiste, was wir haben oder hier hinkippen, ist natürlich leider dieses Eichenlaub. Und das ist nicht ganz so schön. Ich war auch am Überlegen, ob ich das fürs Kartoffelnland nehmen, aber ich finde das nicht so schön, weil dieses Eichenlaub ist so sauer. Das
ist das noch für eine Säure? Kieselsäure? Blausäure? Irgendwie sowas. Was nicht so förderlich für den Boden ist, weil der pH-Wert dann ziemlich sauer wird. Deswegen gebe ich das hier lieber eben hin. Und dann hole ich entweder Pferdemist zum Streuen auf dem Kartoffelacker oder Rindermist, da muss ich nochmal gucken, wieso. Und ja, das kommt dann dahin. Das kommt da schön rein, dann ist die erste Schmierschicht da oben auch wieder weg. Dann kann man zu nur mit dem kleinen Trecker auch hier vor wieder abkippen. Denn früher, als ich das mit den kleinen Treckern hier reingeschoben hat, da muss man echt aufpassen, wo die Kante war, wo früher das Loch halt angefangen ist. Naja, das Loch im Übrigen kam, weil die früher Sand abgebaut haben. Deswegen ist hier so ein großes Loch. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht zu weit fährst, wie hier. Dass du dann auf einmal plupp mit den Vorderrädern drin saßt, da kamst du nämlich rückwärts dann nicht wieder raus. Das ist mit Allrad doch ein bisschen schöner. Und sieht man hier, das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre, da ist dann schon richtig Erde. Und das fahre ich jetzt so langsam zu und dann soll hier alles schön wieder aufgeforstet werden. Ja. Können dann natürlich jetzt auch teuer Mutterboden herkarren, aber wie viele LKWs voll willst du hier reinfahren? Da wär's ja arm bei. Und man sieht hier den besten Kram. Das lag hier jetzt ein paar Tage. Guck mal, wie viele Würmer da drin sind. Besten Krams für die Natur. Ja, dann wollen wir jetzt mal im Fix nach den Pflanzen gucken. Ich hoffe, ich weiß so ungefähr, wo ich die hingesetzt habe. Ein paar auf jeden Fall. Eine hatte ich hier eigentlich hingesetzt. Die ist anscheinend weg. Hier hatte ich Prunus avium gesetzt, also Vogelkirsche. Die ist anscheinend aber leider eingegangen. Oh, hier war ein Loch. Fuchsbauten sind hier ohne Ende. Das ist der Wahnsinn. Irgendwo hatte ich hier eigentlich auch so ein bisschen was gesetzt, aber das ist leider auch anscheinend alles eingegangen. Unser Pächter ist hier leider irgendwie mal mit dem Trecker und Frontlader durchgeschoben, ich weiß nicht warum. Und da hat er jede Menge von meinen schönen Pflanzen umgenagelt, das war nicht so schön, aber naja. Wir gucken hier nochmal eben flott weiter. Hier hatte ich, glaube ich, noch ein paar Fichten gesetzt. Boah, natürlich, willst du die kleinen Dinger jetzt so wiederfinden. Ansonsten, wenn ich die jetzt nicht finde, ich muss sowieso auch noch ein bisschen was nachsetzen und dann machen wir nochmal einen extra Waldvlog oder so. Gehen wir mal eben schnell hier lang, ob vielleicht noch mal eben eine finde, aber so auf Anhieb jetzt nicht. Hier hätte ich nämlich auch eine gesetzt, wo der Fuchsbau jetzt ist. Also die musst du wahrscheinlich auch dran glauben, leider.
Aber das ist natürlich so, wenn man die nicht einzäunt, dann machen die sich so im Wald ganz, ganz schwer und schlecht. Dann kommt natürlich immer Rehwild oder was weiß ich und fegt da einmal drin, dann sind die auch schon hin. Ja, deswegen, wenn man richtig neu aufpflanzt, sollte man doch die paar Euro mal eben in der Hand nehmen und dann einen Zaun drum machen, sonst kann man die Pflanzen fünfmal bestellen, dann werden die auch nichts. So, hier habe ich eine gefunden, Avium. Der lebt anscheinend auch noch, der will nämlich bald loslegen. Aber so zum Kontrollieren kann man das nämlich mal so machen, so ein bisschen die Rinde wegmachen. Und wenn das da unter grün ist, ich muss richtig filmen, dann leben die Däumen nämlich noch. Und wenn er schon braun ist und trocken, dann kannst du sie vergessen. Aber der ist noch gut. Das ist schon mal schön. Hier im Übrigen sind noch ein paar Ahorn, die hatten wir vor, das ist schon ein paar Jahre her. 6-7 Jahren, glaube ich, gepflanzt, wenn nicht noch länger her. Die stehen aber ganz gut. Man sieht hier, ein bisschen Fegeschaden haben die auch, aber die sind noch gerade so durchgekommen. Und wenn das an einer Stelle ist, dann geht das meistens. Aber wenn die Rinde rundherum weg ist, die Schicht, dann kann das Wasser natürlich nicht aufsteigen und so und dann, ja, was ist auch mit denen. So, und hier hat die auf jeden Fall auch noch einen hingepflanzt, das weiß ich noch. Aber der sieht, warum ist das ein Avium? Ja, eigentlich müsste das eine sein. Der sieht aber auch eigentlich ganz gut aus, der ist auch noch grün unter. Ja. Da, nee, siehst du, da ist auch noch einer. Der sieht auch gut aus, der will auch wieder kommen. Also ein paar sind doch durchgekommen, das ist schon mal schön. Letztes Jahr hatte ich hier so ein bisschen durchgeforstet mit Christoph zusammen, da die Ecke. Zaun habe ich auch schon liegen, eigentlich will ich das einzäunen und dann, ich muss mal gucken, ob ich das dieses Jahr schaffe, aufzupflanzen. Noch ein paar Eichen mit zwischen und ja, Birken und so, ein Ehren vielleicht. Das wächst hier eigentlich so am meisten. Das dann einmal quasi mit aufpflanzen, dass das hier weiter schön wächst. Außerdem habe ich hier noch so einen kleinen Versuch seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren laufen. Und zwar habe ich hier mal ein paar Nordmannstannen hingepflanzt. Eigentlich macht man das ja nicht so einfach im Wald und wachsen lassen. Bis jetzt geht das aber ganz gut. Klar, Brombeeren kommen hier ohne Ende, aber ich fahre hier dann alle paar Wochen mal hin und so wie jetzt mal eben die Brombeeren ein bisschen beiseite, dass sie durchkommen. Und bis jetzt wachsen sie eigentlich ganz gut. Die habe ich als, waren das 3-Jährige oder 4-Jährige, die ich gepflanzt habe? Ich glaube 4-Jährige. Ja, so groß sind sie, sieht man ja ein bisschen, haben die schon Zuwachs gekriegt, so viel. Also die kommen. Klar, nicht alle, so wie der hier ist natürlich auch schwer, wobei die Spitze guckt da auch durch. So bei anderen Pflanzen, Forstpflanzen, wenn man da so viele Brombeeren hat, wenn die Spitze da erstmal durchguckt, zum Beispiel bei Douglasien oder so, dann kommen die meistens auch. Dann ist das Schlimmste erstmal geschafft, wenn die da durch sind, dann geht das auch in der Höhe. Viele mähen das ja richtig im Wald dann aus. Für die Pflanze ist das gut, allerdings kommt dann natürlich auch das Rehwild daran, wenn da kein Zaun dran ist. Und wenn die doch voll in den Brombeeren stehen oder so teilweise in den Brombeeren, da wollen die Tiere dann auch nicht so ran und die Spitzen abfressen und so, dann kommen die manchmal auch ganz gut. So wie die hat ja ordentlich Zuwachs gemacht, obwohl die hier so in der Brombeeren steht, aber die sieht ganz gut aus. Das könnte vielleicht ein schöner Weihnachtsbaum nochmal werden irgendwann. So, und hier ist echt voll im Busch, den muss ich vielleicht nochmal beschneiden hier. So, und hier, die wächst eigentlich auch ganz gut. Da bin ich positiv von überrascht. Wobei ich glaube, das Rehwild, die fressen auch gar nicht so Nordmannszanne, wüsste ich zumindest nicht. Douglas und so, das ist natürlich oben aber Appetitliste und die Spitzen von den Buchen und so, wenn die kommen. Aber Nordmannszahn anscheinend nicht so, die schmecken anscheinend nicht. So, naja, das soll es auch gewesen sein. Heute ist nämlich Sonntag, ich hoffe und versuche das Video heute hochzuladen. Deswegen will ich jetzt schnell zum Schneiden und beende das Video hiermit. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Guck gerne nächsten Vlog wieder mit rein, dann gucken wir mal, ob ich das weiter aufpressen schaffe in HD-Wein. Und ja, ich fühle jetzt eben nach Hause, guck gerne in Videobeschreibung nochmal. So, allein in Amsterdam, einmal leise. In der Videobeschreibung gucken, da ist der Link vom Online-Shop. Da dürft ihr gerne nochmal vorbeischauen und ja, ansonsten gerne bei Instagram nochmal vorbeigucken und dann sage ich danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Vlog. Ciao.